Niemand checkt meine Memes. Es ist erschreckend, wie alt ich doch geworden bin. Seitdem ich das letzte Pokémon-Video gemacht, seitdem ich das letzte Mal die 5. Gen gespielt habe. Ja, es ist. Ich meine, mein letztes Pokémon aus der 5. Gen Let's Play, das war 2011 oder 12 so in etwa, und viele aus meiner Jugend sind dort geboren, also das ist schon krass. Ja, da fühlt man sich richtig alt, wenn man diese Erkenntnis erlangt. Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch kleine Stromstöße geweckt wird. Es hört sich irgendwie falsch an. Okay, dann befriedigen wir sie mal mit ihrem Fetisch. Soll ich dir jemanden empfehlen? Einen richtig verrückten Typen, der wohnt in Höhen und ist dort Champion. Ja, er heißt Psycho, der mit denen kannst du vielleicht fragen. Okay, das ist natürlich kein One-Hit, er hat ein zu hohes Level. Und wir haben keine APs mehr. Warte, warum habe ich jetzt Walzer benutzt? Eigentlich wollte ich die Kampfattacke nutzen und nicht Walzer. Oh Mann, jetzt kriege ich unnötigerweise Schaden. Das war dämlich. Was mache ich da für einen Mist? Okay, Walzer wird stärker. Und Level 32, noch 4 Level bis zur Entwicklung. Dann geht's hier runter, aber wir gehen erstmal nach links. Ja, jetzt haben wir echt keine APs mehr übrig. Aber ich glaube echt, dass da irgendwann mal ein Arzt kommt, der unsere Pokémon heilen kann. Deswegen ziehe ich das jetzt weiter durch. So, Brandstempel. Bam. Wir sind natürlich viel stärker als dieses Insekt hier. Viel schwerer als dieses Insekt. Mit unserem Riesenschwein. So, was ist hier jetzt? Ah ja, ein Item, okay. Hey, ein größeres Item! Ich weiß. Okay, wir haben Eisen gefunden. Das könnte man natürlich jetzt einem unserer Pokémon geben. So ein Defender könnte man es geben. Also vielleicht unserem Somniam. Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist denn das Eisen? Wir benötigen Eisen. Wo ist denn das Eisen? Ach, da ganz oben. Ach, Protein haben wir ja auch noch. Janke, das heißt Protein! Ich weiß. Also, dann geben wir mal das Protein unserem Verkugel. Und was haben wir denn noch an Vitaminen? Nichts mehr. Okay, dann reicht das fürs Erste. Dann gehen wir ein Stockwerk tiefer. Und hier ist die Musik ein bisschen langsamer. Oh! Käferjuwel, was ist denn das bitte schön? Ich glaube, das verstärkt einmalig Käferattacken. Habe ich das so richtig im Kopf? Ein Juwel vom Typ Käfer, es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke vom Typ Käfer. Habe ich doch richtig gespeichert in meinem Gehirn. Okay. So, ich suche einen Arzt. Könnt ihr mir helfen, ihr zwei Typen? So, streng dich an, du brauchst nur noch 4 Level, ja? Zur Not zucke ich ein Elixier raus. Ja, wir kriegen weiteren Schaden durch seine Fähigkeit. Tach, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und ich bin der Jüngere, der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier etwas für dich. Die schenken einem einfach so Goldnuggets. Was ist das für eine Welt? Ich habe hier auch noch was für dich. Die schenken einfach so random Person 2 Goldnuggets. Alter. So eine Großzügigkeit sieht man heute gar nicht mehr. Okay, hier geht's irgendwie wieder nach oben. Okay. Und was ist hier? Versteckte Items bestimmt. Ich meine Items.
Ja, wir müssen jetzt langsam aufpassen mit den KPs und so. Ach was, das geht schon noch. Verkook ist ein Kämpfer, der steht das schon durch. So, ich zuck mal mein Itemradar raus. Janka, das heißt Itemradar. Dann zucke ich mein Itemradar raus. Itemradar. Und er sagt mir, ich soll hier runtergehen. Okay, ich stehe da drauf. Oh, ich stehe drauf. Ich stehe auf dem KP Plus. ja, KP Plus ist ein gutes Stichwort. Das könnten wir eigentlich auch unserem Somnium geben. Unserem Tanky-Pokémon. Du hast kein weiteres Exemplar. Ich weiß, ich weiß. Ah. So, this is the next encounter. It's a click. It's a click on level 27. 6. Aha, dieses Mal One-Hit. Ich glaube, ich darf nicht rennen. Wenn ich renne, dann tauchen viel zu schnell Pokémon-Encounter auf. Ein Selimantus ist mir ein bisschen zu hoch. Also, dann, ich könnte mal mit Brana ein bisschen trainieren. Solange, bis wir den Arzt gefunden haben. Ich bin mir sicher, da ist ein Arzt in dieser Höhle. So, hier werden wir wieder am Anfang. Oder? Ich muss noch kurz sicherstellen, ob wir auch nichts verpassen. Ach ja, richtig, okay. Ja, wir waren hier schon. Okay, ich glaube, wir können gleich zum Ausgang gehen. So, also, kleinen Moment, hier machen wir mal Turbo-Modus. So. Ja, es ist aber mal gut mit den Encountern. So, nächster Encounter. Sesokiss. Ist mir egal. Tschüss. Sesokiss. Hilfe, meine Pokémon sind verletzt. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Dankeschön. Gefahr ist vorbei. So, jetzt gehen wir wieder zurück, da wo wir eben waren. Und zwar im Turbo-Modus. Ja. Nein, wir müssen von links. So, nein, nein. Okay, hier ist Sackgasse. Wieder zurück. Ah, jetzt müssen wir dadurch diese Steine hier durch. Ja, da war wieder was unter dem Stein. Grüß Gott, ihr zwei. So, dann hier runter. Über die Brücke. So, und jetzt sind wir gleich wieder da. Nämlich jetzt. Genau, das sind die zwei großzügigen Menschen, die uns einfach so Nuggets geschenkt haben. Wie wär's mit Dampfwalze? Da ist Depp drauf. Ja, vielleicht reicht es ja bis Level 31, aber ich bezweifle es eher. Weil so viele Erfahrungspunkte gibt dieses Pokémon nicht. Und außerdem trägt Mibrana nicht einmal ein. Ja, nee. Ist
klar, dass es nicht reicht. Emolga lernt Lichtschild. Lichtschild ist eine gute Attacke. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen... Ja doch, hauen wir mal Elektroball weg. So, jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten, beziehungsweise das hier ist alles eine Möglichkeit. Ein Timerball. Und da warten schon die Halunken von Team Plasma auf uns. Aber wir gehen erstmal nach rechts. Wir schauen uns diese Höhle ganz sorgfältig an. Ich meine, wir haben ja genug Zeit, ne? Ja, die wilden Pokémon können wir auch noch besiegen. Gibt alles Erfahrungspunkte. Jawohl. Aha, da ist dieser Doktor, den ich meinte. Wenn du willst, heile ich deine Pokémon, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du voll gegen mich kämpfst. Habe ich doch gewusst, dass da so ein Doktor ist. Das heißt, wir hätten vorhin gar nicht aus der Höhle gehen müssen. Aber naja. Ein Folikon. Ja, Folikon ist nicht gut gegen Mebrana, beziehungsweise für unser ist nicht gut für unser Mebrana. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer sprechen. Also, es kann uns mit einer Pflanzenattacke komplett ausnocken, deswegen lieber austauschen. Ja, Rasierblatt wäre tödlich gewesen. Okay, Brandstempel. Und Level Up für Mebrana. Wie bitte? Mein Pokémon hat den Kürzeren gezogen. Überrascht dich das? Na schön, ich werde jetzt wie versprochen dein Pokémon-Team heilen. Ein Doktor ist kein Weg zu weit, wenn es darum geht, einen Patienten zu heilen. Du kannst die Atemschutzmaske absetzen. Corona ist vorbei. Und auch deine Operation ist auch vorbei. Gerade in dieser stickigen Höhle, du musst doch ersticken. Ist mein Ernst, Kollege. Ah, was haben wir denn da? Unlichtjuwel. Verstärkt Unlichtattacken, nehme ich mal an. Und dann bekämpfen wir mal Team Plasma. Aber zuerst dieses Klick hier. Ja, vielleicht reicht ja jetzt Nitro-Ladung aus. Ja. Vier Level, dann haben wir einen Flambirex. Du! Bist dich aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Uah. Der Ganove setzt ein Ganovil ein. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber wir müssen aufpassen auf Bodenattacken. Armstoß ist sehr effektiv. Bam! Bam! Sei froh, dass mein Pokémon nicht Chuck Norris heißt. So, Surokex, das ist auch wieder unser Strampler. Ja, auch Unlicht-Pokémon. Bäm, bäm, batsch, batsch, einfach ein batsch, batsch, batsch. Eine Schillen geben. So, ja guck mal da, noch ein Pokémon, was schwach gegen Kampfattacken ist. Na sowas. Okay, wieder batsch, batsch, batsch. Wir prügeln seine Pokémon weg. Bäm, bäm, bäm. Oh, nice. Easy. GG is. Wie konnte ich nur verlieren? Naja, du hast lauter Pokémon eingesetzt, die schwach gegen Kampf-Pokémon sind. Und ich habe nur Kampfattacken benutzt. Deswegen hast du verloren. So, nächstes Klick. So, ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich jetzt ein bisschen Tempo mache hier. Mit diesen wilden Encountern.
Achso, der hat ja noch was zu sagen. Jesus ist einer der sieben Weißen, die uns...